Hallo, hier ist der Diebstahl, willkommen zurück zu Earthbound 7 3D, zur nächsten Aufnahme-Session. Und letztes Mal haben wir das zweite Level in diesem Raum da erledigt. Und ja, habt da keinen weiteren Zugang gefunden zum nächsten Raum und deswegen können wir weitermachen. Denke ich mal, mit diesem Ding da, mit diesem Raum, mit dem Level. Ich weiß nicht, ob da ein Level oder Raum hinter ist, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall geht's auf den Friedhof erstmal, also ja, legen wir los mit diesem Raum und gucken, wie es heißt, wenn es einen Namen hat. Tod breitet sich vor, ja, so heißt es. Ja, ist ja toll, Tod. Ja. Das Prequel zu Darksiders 2. Ja, genau. Ui, 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 auf. Er hält gar nicht viel aus, kann das sein. Da ist noch einer mit. Willst du, ne? Wo ist er? Ding gar nicht. Ach, komm her. Was ist denn dahinter? Meine Güte. Ach, da ist ein Raum. Hier sind auf jeden Fall noch Murmeln oben drauf. Ja, nehmen wir mal mit, die Murmeln. Das nehmen wir auch mit, diesen Raketenwerfer hält bestimmt ganz gut gegen diese Fledermäuse. Die hält relativ viel aus. 100 Schuss hat der ausgehalten. Oder sogar 50 braucht er bestimmt oder so. Mal gucken. Oder 79, wahrscheinlich so. Was haben wir denn hier? Murmeln, 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 Murmeln und Euter. Euter? Zwei Euter sogar. Was zur Hölle? Zwei Euter gibt's hier. Ja, da müssen wir mal natürlich mal machen. Die lassen wir natürlich nicht entgehen hier, diese beiden Euter. Das war jetzt, ja, das mache ich jetzt. Ist auf hier ab. Ey, ich scheiße auf hier ab, ey, ja? Ja. So wird das nix. nein. Das ist schlecht. Da kommt was. Voll daneben. So. Ey, braucht. Ey, drei Stück braucht der! Eben voll daneben geschossen. Mit 1 zu 4, ich will nur einschießen. Oh, hinter waren es halt 2. Na gut, auch nicht so schlimm. Ist ja auch nicht so schlimm, ja, also. So, hier muss ich diese Murmel mal kümmern, kriegen. Mehr. So. Und dann hier rein. Und mal schauen, was wir hier haben. Raketen, ja, die brauche ich jetzt nicht. Raketenautomaten. Brauche ich nicht. Nützt mir gerade nichts. So, mal gucken. Ah, es ist gar nicht so einfach. War richtig knapp, ja. Oh, mal schauen. Jetzt geht's hier weiter. Mit diesem Sumpf. Denkt man, Sumpf soll darstellen, ne? Wenn man hier absäuft. So, was ist das da? Hm, nix. Noch keine Abkürzung oder so in der Richtung. Kommt noch einer? Ja, so war nicht so, ne? So, 67%. Müssen wir mit aufladen hier. 17 Raketen noch. Haben wir noch mehr als genug? So, mal gucken, kann ich jetzt die treffen? Ah, er hat direkt gesessen. So, dann gehen wir darüber. Da ist noch ein Leben. Können wir auch gleich mitnehmen. Ich freue mich wieder raus, wenn wir hier reinfallen. Oh, jetzt zum Beispiel wäre fast reingefallen, ja. So. Ja, jetzt mal sind wir reingefallen und jetzt weiß ich nicht, was wir machen sollen. Komm ich jetzt wieder raus. Da hinten muss ich jetzt hinschwimmen. Kann nichts machen hier. Ich sauf viel lange ab. Ey, das ist ja jetzt fies. Ey, wenn einmal drin ist, ist man abgesoffen. Ja, das kann noch. Muss man das mal zuerst machen. Ah, ach du meine Güte. Ich mag das an dem Spiel nicht wirklich, dass man immer alles komplett von vorne anfangen muss, wenn man tot ist. Ganz Moment müssen wir alle wieder sammeln und so weiter. Das muss man auch nicht sein. Also, ich finde ein bisschen unfair. Für Sechsjährige. Ja, ich spiele für Sechsjährige. Muss man immer vor Augen führen. Ha. Wolltest du dir den Rücken zuwenden? Und ja, das hast du davon. So, immer mal gucken, wie wir richtig einschätzen hier. Ja, er hat direkt gesessen. So. Und wieder diese Murmeln hier raus zum Sammeln. Oh ja. Okay. So. Wir warten, bis er wiederkommt. Oh, das ist immer so knapp, dieser Sprung, ey. Das ist so nicht sehr einfach.
Wir haben ja auch noch Waffen, Raketen, Waffeln, Waffeln, Raketenwaffeln, Raketenwaffeln, lecker, lecker. Ja, wollte, er kann gar nicht mehr, kam gar nicht mehr zum Spucken. Der Sound hat er schon gemacht, aber der Sound, da war der Schall schneller als das Licht, ja. Genau, er wollte nicht, hat mich schon gespuckt, aber auch können wir noch nichts sehen. Ja, im Spielen geht das, im Spielen ist der Schall schneller als das Licht, ja. Da im Spiel geht das, aber in der Realität natürlich nicht. So. Okay, nochmal ein ganze. Ja, es war eben nix. Ja, muss man mal einfach mal festhalten. So. Jetzt habe ich ihn hingekriegt. So, muss ich mal abwarten, bis er wieder kommt. Habe ich mal in das Leben wieder zurückgekriegt. Wenn wir immer weit kommen, dann können wir einmal das probieren, wieder verrückt werden. Aber ich immer noch nicht weiß, was eigentlich der Unterschied ist zu einem Game Over, ehrlich gesagt. Verstehe ich nicht den Unterschied. Was passiert beim Game Over dann? Sind alle Euter weg aus dem Level oder was? Also, das war wieder knapp hier. Hoppla. Hoppla, hoppla. Hoppla, hoppla. Jetzt müssen wir hier rüber. So, hier versinkt wahrscheinlich alle zwei, ja klar, ne, ja. Komm her. So. Und da hoch. Oh, da einer. Nein, daneben. Das hat mich getroffen. Das war nicht gut. Aber er ist weg. Nee, ist er nicht. Ach Gott, komm noch. Hieß er auf diesen Typen da. Was hieß er da, ey? Frag ich mich. Wie muss ich jetzt rüber? Ah. So. Okay. Da kommt noch einer. Und erwischt. Nein, warum hält er sich da nicht fest, verdammt? Ey, warum hält er sich da nicht fest? Komm ich nicht weg, ey. Komm ich jetzt ja nicht machen. Rocket Jump. Nee, geht auch nicht. Ich komme ja nicht weg hier, kann nichts machen. Kann mir nicht Sprungtaste nichts drücken. Der Peitsch geht auch nicht. Man kann nur im Tod warten. Das sieht doch eben übel, ey. Das ist doch also frustrierend. Man kommt nämlich, da ist mir nirgendwo eine Plattform zur Sicherheit irgendwie. Das wissen wir doch. Das ist unfair. Unfair gestaltet, finde ich das. Ach, nochmal das Ganze. Das wollen wir mal irgendwann schaffen. Ha! Das ist geil. Das ist halt wieder frustrierend. Ecke an dem Spiel, finde ich. Wenn einmal stirbt, dann muss man alles nochmal von vorne machen. Wie total doof. Oh, das ist halt so unfair gestaltet, wenn man runterfällt, ist man tot, ja? Ist auch doof. Ja, das war schlecht. Also hoffe ich hier auch ab einmal. Ja, klar, kann ich nur versuchen, hier irgendwie hochzulaufen. Was auch nicht mal geht, da kann ich ihn mal festhalten, da kann ich ihn mal dran ziehen oder so und Mist. Kann ich niemand dran festhalten oder so, verstehe ich nicht. Das ist ein bisschen doof, der Earthworm mit dem. Das ist halt nur ein Regenwurm, ist noch nicht so sehr schlau. Das ist halt nur so schlau wie Schönheitschirurg. Gott, wer soll so was aussprechen können? Wer hat dieses Wort erfunden? Schönheitschirurg. Gott, ne. Ja, komm hier mal rauf. Deswegen kann ich das. Deswegen bin ich zu doof, um mich festzuhalten. Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Unterschied macht, ich glaube nicht. Ich glaube, man ist die ganze Zeit genauso schlau in dem Spiel. Also, der ist nicht intelligenter, sich festzuhalten oder so. Nur da, wo er sich festhalten soll, im Grunde, ja. Wie bei Darksiders. Hab mich da auch schon genervt. Aber interessant, dass es schon dieselben Macken sind, die schon 10 Jahre alt sind. Ja, oder noch länger, beziehungsweise noch länger. Spiel ist 99 erschienen. Interessante Feststellung in meinen Augen. Dass es immer noch dieselben Macken gibt heutzutage. Dass sie nie an bestimmten Kanten festhält, nur ausschließlich. Aber nicht, oder? Ja, toll. Ja. Ach, immerhin ohne Verletzung durchgekommen. Ja, da kommt man noch zurück, aber später ist es unmöglich. Ja, da kann man dann noch eine Chance überleben, aber da hinten nicht mehr. Ach, mal ein bisschen Ruhe wiederfinden hier. Ein bisschen Ruhe wieder reinfinden.
Oh, war wieder der Schall schneller als das Licht. Nee, also, das ist interessant, trotzdem interessante Entwicklung in meiner Augen, dass es das nach 10 Jahren immer noch dieselben Macken gibt. Halt hier geblieben. So. Immer noch, in meinen Augen immer noch sehr. Boah. Finde ich halt ziemlich interessant so gesehen, dass es sowas immer noch gibt, ey. Damals wie heute. Also. Also doch kein Problem von der alten 3D-Zeit zu sein, vom Anfang, sondern immer noch dieselben Macken. So, was kann ich jetzt da vorbei? Ja. Kommt der wieder hier angeflogen? Ja. Wo Fledermaus. Also ein paar Mal zu viel geschossen, ich weiß. So, nochmal ein ganzer. Da kommt wieder einer. Das wolltest du nicht. Ja, was war das denn? Ach ja, wie wieder abgesoffen. Man kann jetzt nicht mal beim Tod zusehen. Da komme ich hier auch nicht drauf auf diese Plattform hier. Kann nichts machen. Keine Chance. Kann nichts machen. Ich kann nichts machen, wenn ich einmal da unten bin. Es gibt nirgendwo eine Möglichkeit hochzukommen. Das ist doof an dem Spiel, muss ich mal sagen, ey. Aber man wird dafür, wenn ich für diesen Mist auch mit 2 Eutern belohnt, immerhin, wenn ich es richtig sehe. Leider war es wieder mal ein Fehler, leider, aber weil ich mich die mal verdrückt habe. Hab nicht die Sprungtaste gedrückt, sondern die Feuertaste, deswegen ging das nicht. Ach, nochmal das Ganze. Falls so schön ist, gleich nochmal. Aber trotzdem, man muss denken, diese Passage ist für 6-Jährige. Ich spiele gerade also schlechter wie ein 6-Jähriger. Ist ja bedenklich, hä? Oh. Komm her, hä? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir auch hin. Ich mache immer diese Passage hier, weil es bringt ja nichts später, hier wieder ins Herz zu kommen. Auch wenn natürlich da vielleicht noch das leichteste ist im ganzen Level, aber es bringt ja mal nichts da irgendwie was anderes zu machen, weil hier hinterher eh nicht weiterkommen. Und wenn wir hier sterben, müssen wir alles nochmal neu sammeln. Also können wir das machen wir lieber jetzt. Lieber jetzt als später. Macht einfach mehr Sinn. So. Komm her. Das schaffe ich ja mittlerweile alles. Hier so, dann muss ich die anpassen. Hier rüberspringen. So, dann wieder zum Leben rüberhüpfen. Ich glaube, damit hält man, glaube ich, die Euter, aber es bringt ja nichts, wenn man die ganzen Murmeln suchen soll. Man muss ja die Murmeln finden, das ist ja das Problem. Ja, das lasse ich jetzt mal. Ach, dann macht die Kamera, hä? Ja. Ach, teilweise ist die Kamera auch doof im Spiel, aber das war eben einfach eigene Doofheit. Muss man mal auch sagen. Komm her. So. Komm her, so mal raus, ja. Wenn man mit rausgesoopter Taste geht's besser. Komm hier rüber? Jawohl. So, jetzt kommt hier wieder einer. Lass ihn doch mal spucken. Spuck, spuck. Mr. Spuck, hä? Mr. Spuck wolltest du werden. Hat nur nicht geklappt mit Mr. Spuck. Ja, genau. So, und da wieder hier. Lass es doch einfach, ey. Ha. Du hast so was probiert. Na endlich. Oh, es war wieder so knapp. Meine Güte. So, haben wir das geschafft. 1 von 6 Dingern sind hier, Alter. Jetzt kommt dieser Ballon da. Aha, müssen wir wieder zurücklaufen. Damit erhalten wir wahrscheinlich den zweiten Alter. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Müll hier? Ja, nein! Ist hier irgendeine Möglichkeit, hier hochzukommen? Irgendeine Leiter oder was? Nee. Hier gibt es keine Möglichkeit, hier hochzukommen. Hier. Das ist doch total doof. Ja. Toll. Ja. Was soll man dazu sagen, ey?
Wurde ich von so einem blöden Piranha getroffen von unten. Toll, was kann man machen? Hab doch ein Alter immerhin. Immerhin einer. Ich muss auch nochmal ihn nochmal hin. Ah, ey, so nerven. Das nervt doch. Das ist leicht, etwas leicht ärgerlich. Ja, um nicht zu sagen, frustrierend! Ich hasse es zu verlieren. Ich bin kein guter Verlierer, muss ich echt sagen. Ich hasse es irgendwie, nie weiterzukommen in einem Scheißspiel. Haben für meine Zeit, kann ich deutlich besser verwenden als hier mit einem Videospiel, wo ich weiterkomme. Um mal meinen Dampf abzulassen, ja. Okay, weiter geht's. Wieder Ruhe, jetzt sind wir mal wieder ganz in Ruhe, nochmal ganz normal. Was soll's, hä? Haben ja Zeit. Ja. Weißt du, was mir das kein Walkthrough wird? Weil ich halt da nebenbei ein paar Leben verliere unterwegs. Das passiert im Walkthrough ja nun mal nicht. Walkthrough ist perfekt. Walkthrough ist nun mal perfekt und das ist kein perfektes Spiel hier, was ich hier abliefer.